Gut, dann machen wir uns jetzt auf Richtung Insel mit unserem kleinen Schneemobil, das hier irgendwo ist. Hier ist es. Ich hoffe, wir haben noch genügend Batterie hier drin. Welcome aboard, Captain. 76. Jetzt müssen wir aber noch mal kurz auftauchen, damit ich weiß. Also ungefähr in diese Richtung müssen wir fahren. Normalerweise ist ja das nicht zu übersehen, ne? Also wir müssten das ja ohne Probleme, wir müssen ja direkt drauf stoßen. Habe ich jetzt alles mit dabei? Das Wichtigste habe ich mit dabei. Okay. Gut. Eieiei, was für ein Hin und Her jetzt hier. Einfach schön immer in der Richtung bleiben. Da vorne sehe ich schon den dunklen Schatten. Ist das schon die Insel? Nee, da sieht man noch nichts. Drücke per F8, um Fehler zu melden oder Feedback zu geben. Ich halt wieder mal gar nichts sehe jetzt. Sind wir noch richtig? Ja, also in die Richtung ungefähr war es. Was ist das da unten? Schnee auf den Bergen. Ist ja geil, wenn man hier so richtig rausschießt. Wow! Was? Ach, okay. Ich dachte schon, das ist wieder so ein Rückending, Cliffrücken. Aber weit und breit. Moment, da ist Nebel. Nee, das waren nur Wolken. Aber weit und breit keine Insel. Ich bin mir fast sicher, dass das in die Richtung ging. Ne? Wir hatten ungefähr so in die Richtung war das. Jetzt bräuchte man natürlich einen Kompass. Wo ich mal wieder zu geizig war, den zu basteln. Die Insel kann doch nicht einfach hier so aufploppen, wenn wir 200 Meter davor sind. Ich habe gespeichert, keine Panik. Das heißt, wenn uns jetzt der Saft ausgeht, dann können wir ja nochmal neu laden. Aber ich habe das Gefühl, irgendwie. Oh, hier wird es schön blau jetzt. Oh mein Gott, das ist furchtbar jetzt. Das ist wieder mal furchtbar, wenn ich nicht erkennen kann, was da unten ist. Oh. Wir werden jetzt wahrscheinlich irgendwann mal an eine unsichtbare Levelgrenze ploppen. Aber hier ist. Ich schau mich nochmal um hier. Das gibt's doch nicht. Jetzt sehen wir eigentlich das Raumschiff schon fast nicht mehr, ne? Ja, das verschwindet jetzt schon langsam. Aber ich bin mir fast sicher, dass ich das gesehen habe auf der Insel. Das ist ja echt mysteriös jetzt hier. Levant and Klaus, life forms in the region. Are you certain, whatever you're doing is worth it? Oh shit. Oh Gott, und dann auch noch dramatische Musik. Ich werde quasi jetzt gewarnt, hier weiter zu schwimmen. Oh Gott, Gott. Wenn ich weiter, ich schwimme mal rückwärts, wenn ich weiter rückwärts schwimme, dann sehe ich auch nicht, was auf mich zukommt. Und dann kann mir das alles egal sein. Dass ich irgendwann vielleicht mal gegen so einen Leviathan klatsche. Oder, oh mein Gott, ich kriege schon wieder so dermaßen Panik, wenn ich da unten das Blaue sehe. Ah. Entweder wir klatschen gegen den Leviathan oder gegen eine Insel. Hallo, Fester. Aber das gibt's. Vielleicht müssen wir weiter in die Richtung. Oh Gott, Gott. Ich will hier einfach nur an der Wasser. Ich kann hier nicht runter. Ich kann hier nicht runter. Ich muss hier oben bleiben.
verstehe das nicht. Wir haben eine erste kleine Basis gebaut, Fester, bei der wir Spinde reingesetzt haben. Jetzt ist auch die Aurora weg. Damage to plant life on the seafloor suggests this may be the migration path of a huge bottom dwelling life form. Okay. Solange die sich auf dem Boden fortbewegt, ist alles gut. Boah, ist das ekelhaft. Ich kann das Spiel nie. Entering ecological dead zone. Adding report to databank. Entweder bin ich jetzt zu weit? Einen steilen Abfall in jede Richtung. Oh, okay. Schubste mich einfach mal aus dem Wasser und macht mein Schiff um die Hälfte kaputt. Okay, erstmal zurück. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, wie weit wir eigentlich weg waren, ne, als wir hierher geschaut haben. Aber ich würde jetzt mal sagen, wir waren vielleicht 1000 Meter weg. Also wir sind schon viel zu weit, komischerweise. Ich muss irgendwo in eine andere Richtung. Ich bin hier falsch abgebogen, habe ich das Gefühl. Was echt komisch ist. Wir gehen mal hier in die, ne, andere Richtung. Alter, ich muss den Eintrag noch kurz lesen. Ich glaube, das ist quasi jetzt hier das Ende von dem ganzen Gebiet hier gewesen. Ob ich schon einen Mehrzweckraum habe? Nee, ich habe noch keinen. Ich habe noch keinen Mehrzweckraum. Wir sind jetzt auf dem Weg eigentlich zu der zweiten Insel, die wir per Teleport erreicht haben, aber irgendwie finde ich die nicht. Die Daten passen zur Theorie, dass die Aurora auf dem Rand eines Vulkankraters mit 2x2 Kilometer Durchmesser aufgeschlagen ist. Eine Erkundung wäre unklug, ja. Ich gehe davon aus, dass das dann das Ende der Map ist. Wenn ich unten das Blau sehe, ich weiß, es nervt, wenn ich das ständig sage, aber es ist echt die Hölle. Das hier, das Blau. Wenn ich nicht sehe, was hier vorne ist, das ist, kann man sich vielleicht so vorstellen, wenn irgendjemand, oh, da ist sie. Ich habe sie gesehen. Irgendwas war da. Kann man sich vielleicht so vorstellen, ah, die ist hinter einer Nebelwand, deswegen sehe ich die nicht. Ah, kann man sich vielleicht so vorstellen, wenn man irgendwie im Aufzug ist und, ich glaube, Klaustrophobie ist das, oder? Dann kriegt man ja auch Panik und mir geht es hier genauso. Ich bin gerade echt unsicher, ob ich das hier durchspielen kann, das Spiel, wenn wir hier ein bisschen tiefer dann vordringen müssen. Okay, also das müsste jetzt die Insel sein, die wir hier gesehen haben, irgendwo hier oben. Oh, die sieht ja. Was ist das denn? Eine riesige Blubberblase. Alter, Alter. Okay, wenn ich näher komme, wird sie rot. Rot ist eigentlich aggressiv, ich probiere es jetzt trotzdem mal. Schub sie mal ein bisschen an. Oh, da fallen ja Teile runter von der Insel. Da fallen Teile von der Insel runter. Wir drehen mal eine kurze Runde. Ich glaube, wir waren irgendwo hier oben, als wir dann hier rüber geschaut haben. Das ist ja eine komische Insel. Die schwebt quasi irgendwie so. Und wir haben eine neue Nachricht erhalten, die wir aktuell nicht abrufen können. Lauter so Zitzen hier und komische Korallen.
warte ja nur, dass wieder genauso läuft wie bei dem Alien, Gebäude. Okay, wir gehen mal vorne an Land, dass uns plötzlich hier wieder so ein Riesenvieh erschreckt. Okay, keine Panik. Ist für euch das kein Problem, wenn ihr sowas seht, sowas Tiefsee oder irgendwie so, oder keinen Boden seht? Ist für euch das kein Problem? Bin ich der Einzige, dem es da so geht? Wir gehen hier mal an Land hier vorne. Dock hier mal an. Okay. Snorden, du hast auch das Problem. Dann bin ich ja schon mal froh. Da kannst du ja das vielleicht ein bisschen nachvollziehen. Ich glaube, es ist noch ein bisschen schlimmer, wenn man selber spielt beim Rechner, als wenn man dann zuschaut. So, ich pack mal den Scanner aus. Da können wir doch bestimmt wieder ein bisschen was scannen. Das sind die gleichen Bäume, die wir schon gesehen haben. Ich glaube fast, wir sind nicht hier oben rausgekommen. Ich würde ja fast vermuten, dass wir hier oben rausgekommen sind. Und dann haben wir hier rüber geschaut. Eine Minkpflanze. Aha. Festdaten einen Tauchschein. Ich bin auch schon getaucht. Zwar nur tourismusmäßig, also wie weit sind wir denn runter? 5 Meter oder so? Ne? Aber das war auch schon, das war aber komischerweise damals kein Problem. Da war ich auch noch ein bisschen jünger, vielleicht war es da nicht das Problem. Aber wenn ich mir vorstelle, ich müsste tauchen irgendwo, wo ich keinen Boden sehe. Also keine Korallen und gar nichts. Könnte das nicht. Könnte es nicht. Orangenpilz. Das kann man doch bestimmt essen. Mitnehmen kann ich ihn leider nicht. Schau dich auf den Inseln genau um. Ja, ja, mach mal. Keine Panik, keine Panik. Machen wir. Haben wir ja letztes Mal auch schon gemacht. Aufpassen, dass ich hier nirgends runterfall. Aber bisher gibt es hier keine so Spinnenteile. Gott sei Dank. Larvenkorb. Yep, bitte nicht spoilern. Bitte nicht spoilern. Die pinke Kappe haben wir schon gescannt. Die lasse ich aber erstmal hier. Das ist ja echt wie im Dschungel hier. Aber so schön wie die Unterwasserwelt ist, so generisch und so komisch sieht diese Insel hier aus. Also da hat man schon gesehen, wo das Budget reingegangen ist. Was ist das hier? Ein Außenbeetkasten. Wer lebt denn hier? Fortgeschrittene künstliche Blumenerde in diesem Beetkästen ist ein Nährboden für eine große Vielfalt und Menge fremder Pflanzen. Er kann an Land oder unter Wasser überall dort aufgestellt werden, wo Platz ist. Da können wir was bauen. Ah, und da können wir wahrscheinlich irgendwelche Pflanzen reinsetzen. Ich habe da vorhin schon was gesehen zum Scannen. Marmor. Kann ich gar nicht aussprechen. Marmormelonen. Marmormelonen. Marmor. Melonenpflanze. Irgendwas habe ich jetzt eingesackt. Hoher Wassergehalt. Irgendwas habe ich mitgenommen. Kleine Marmormelone. Aber die kann man doch bestimmt wieder. Da kann man doch auch Samen mitnehmen. Ich meine, wir brauchen es nicht. Ah, wir brauchen es nicht, aber ich nehme mal ein bisschen was mit, oder? Nehmen wir mal 2 Stück mit. Vielleicht bauen wir uns ja doch noch was an. Ach, Fester, was willst du denn für einen Tipp geben? Bitte nichts spoilern, ne?
Ich weiß, es ist so unglaublich schwer. Aber trotzdem, ne? Chinesische Kartoffel. Die habe ich jetzt einfach nur kaputt gemacht. Sammelt ihm. Ah! Jetzt habe ich Samen, oder? Die ist ja groß. Da nehmen wir nur eine mit. Ah, jetzt geht's. Da muss man nur speziell hinzielen. Wer hat denn das hier angebaut? Das ganze Zeug. Waren das die Außerirdischen? Aber ich würde ja viel lieber bei Tag erkunden. Ist hier vorne? Ist wieder der Orangenpilz. Also falls ich irgendwo was übersehe zum Scannen, das könnt ihr mir schon sagen, ne? Wenn ich irgendwo blind vorbeilaufe, das passiert nämlich ganz schnell, wenn man einfach mal redet und labert und spielt. Aber ansonsten so jetzt einfach, ja, lasst mich das in Ruhe erkunden. Hier ist die Brücke, die haben wir schon gesehen, als wir hier unten waren. Da gehe ich aber jetzt noch nicht rüber, ich will erst hier hochgehen. Ah, ist das entspannend, wenn man nicht im Wasser ist. Ist das entspannend. Ich vermisse ein bisschen die Wegbeleuchtung, die wir auf der anderen Insel hatten. Waren wir hier schon? Müsst mehr auf dem Weg bleiben. Ich glaube, ich laufe hier kreuz und quer. Oh, die ist ja... Was ist das denn da oben? Ich kann leider nicht zoomen. Da ist irgendwas auf dem Gipfel. Wie ein großes Mikrofon aus. Jetzt haben wir hier nochmal einen Übergang. Und hier falle ich doch bestimmt gleich runter. Oh, was liegt denn da unten? Da leuchtet irgendwas. Okay, merken, da unten ist irgendwie so eine Bucht. Da müssen wir auch noch rein. Wir gehen mal hier rüber. Da müssen wir auch noch rein. Obwohl ich das Gefühl habe, ich habe die ganze Pflanzenwelt jetzt schon erkundet, was es hier gibt. Ah, jetzt kommen wir jetzt hier näher an das Riesenmikrofon. Jetzt können wir links gehen. Da ist ja auch eins oben. Was knackst dir so? Da unten sind irgendwelche Schrottteile. Da ist ein Riesenmikrofon und da ist ein Riesenmikrofon. Das da oben leuchtet noch. Oh, die Sonne geht auf. Perfekt. Okay, das sind keine Riesenmikrofone, das sind auch irgendwelche Schrottteile und da unten auch. Also, jetzt gehen wir vielleicht erst hier hoch und dann gehen wir hier hoch. Wenn ich da überhaupt hochkomme. Sieht aus, als würde kein Weg hier entlang gehen. Also zum Scannen gibt es jetzt hier nicht mehr wirklich viel. Was denn hier unten? Ab hier irgendwo sind wir hochgekommen. Oder hier. Ah, vielleicht geht doch ein Weg hoch. Ah, ja. Mit Mühe und Not schleppen wir uns den Berg hoch wie Moses. Oder war das Moses? Ich glaube schon. Wir kommen da nicht mit Steintafeln runter. Nein, wir kommen mit Schrott herunter. Ach, hübsch.
Hübsch, hübsch. Ist da unten noch irgendwas? Ich speichere mal, bevor ich jetzt hier irgendwas mache. Bin mir nicht sicher, ob das Spiel speichert, wenn man stirbt. Ne? Also ob wir dann sowieso überschrieben werden. Was ist das? Schrott können wir scannen. Ich hoffe, der Scanner hält noch lange durch, Mensch. Von der Batterie her. Baupläne. Ach, Schrott, nicht Schrott. Schrott, nicht Schrott. Ein Schrott trennt Segmente voneinander und verstärkt die strukturelle Integrität im stabilen Titanrahmen. Es kann geöffnet und geschlossen werden, um Segmente im Falle von Feuer- oder Wassereinbrüchen abzudichten oder einfach nur für die Privatsphäre. Aber hatten wir? Wir hatten doch schon so einen Schrott. Dachte ich. Schrott sorgt für strukturelle Verstärkung und verhindert Wassereinbrüche. Was ist denn dann der Unterschied zu der Luke? Der Schrott ist... Ah, Innenelement. Ah, okay, das wird zwischen den... Ah, da muss ich ja jedes Mal die Tür aufmachen. Das will ich ja auch nicht. Ah, okay. Da oben fliegt wieder ein Flughund. Wir gehen mal rein. Oh, das sieht aber sehr ungemütlich jetzt aus hier. Eine Versorgungskiste mit desinfiziertem Wasser, das wir nicht benötigen. Kann ich das hier ablegen wieder? Ja. Bart Torgals Aufzeichnungen Nummer 3, Rückkehr aus der Tiefe. This is the first time I've seen sunlight in months. After all that time in the deep, I'd been dreaming of it. Now that I'm back here. I'm finding it hard to enjoy alone. Father was right. We should never have left this place. We shouldn't have gone so deep. They do not want us down there. Ooh, okay. Despite my best efforts, ill health is taking hold of me. The visions are getting worse. Oh. Marguerite and Father are now part of the ecosystem of this incredible planet. It's reassuring to know that when I go, I'll join them. Until then, well, there's always the view. Ah, die Visionen werden immer schlimmer. Das war das, was wir ganz zu Anfang hatten. Die Vision war das. Schon wieder ein Innen... Ich dachte, wir hätten den schon. Innenbeetkasten. Das andere ist wohl ein Außenbeetkasten. Larvenkorb. Oh, das können wir scannen hier. Ein Observatorium. Ein Glaskasten. Ich dachte, wir hätten alle Baupläne schon, außer den Mehrzweckraum. Innenbeetkasten, okay. Er ist kompakter als das Außenmodell. Larvenkorb, Ochselstrauch. Emailliertes Glas. Oh, Pirscherzahn. Das hört sich an, als müsste ich da irgendwas jagen. Aber wir haben ja auch keine Waffe. Gefiltertes Wasser haben wir jetzt gefunden. Für die Signalboje brauchen wir noch einen Bauplan. Da ist es. Observatorium. Emailliertes Glas und Titan. Wir haben eigentlich Fenster, haben wir schon. Fenster können wir normalerweise schon herstellen. Wo war das denn? Hier habe ich schon gesehen. Hier, Fenster. Nö, da können wir nichts mehr scannen. Ich schaue mal, ob hier noch irgendwas da ist. Aber das ist ja auch schön. Stellt euch das mal vor, schön unter Wasser. Kann man hier eine Liege einbauen und kann man... Oh, da ist noch einer. Und dann kann man hier schön liegen, während draußen der Leviathan an die Fensterscheibe klopft. Okay. Ich denke mal, das war es jetzt aber auch. Sonst ist ja alles ziemlich leer. Sicherheitshalber nochmal durchgehen, bevor ich wieder geschimpft bekomme, weil ich irgendwas übersehe. Dann gehen wir jetzt hier rüber. Ich denke mal, das wird auch so ein Raum sein, einfach nur.